Willkommen zu Tag 11. Tag 11 ist relativ leicht, weil der ist hier. Das ist ein großes... Das klappt ja schon mal super. So. Ja. Das ist eine Platine. Ist das... Das ist nicht das normale Zeug, was du normalerweise hast in den Billig-China-Platinen. Platine ist schön gerautet, hat, naja, kaum scharfe Kanten. Lustig, okay. Okay. Das heißt, wir werden jetzt vermutlich auch den Krempel aus den vorherigen Versuchen brauchen. Und dann schauen wir mal, was die Anleitung heute von uns will. Tag 9, 10, 11. Ab heute wird gelötet. Das will ich doch mal hoffen. Langsam wird es langweilig. Wer sich mit Hardware-Basteleien beschäftigt, wird immer mal wieder etwas löten müssen. Für Profis ist das kein Problem, für Anfänger eigentlich auch nicht, wenn sie ein paar wichtige Tricks beachten. Löten ist einfach, ist ein unterhaltsamer Comic mit Basiswissen für Hobbylöter. Google Shortlink. Okay. Beginnt man am besten mit den niedrigsten Bauteilen, die dicht oder. Ja, das ist richtig. Auf der Unterseite der Platine werden später die Motoren befestigt. Vorher müssen die Bauteile in den Lötaugen festgelötet werden. Moment, das heißt, wir löten heute nur zwei Widerstände an? Okay. Na, ich schalte mal die Lötstation an. So. Sind hier mal Lötstationen. Hier ist kein Lötkolben dabei und es ist kein Lötzinn dabei. Gut, das sorgt natürlich dafür, dass die Grundkosten des Adventskalenders etwas weiter unten bleiben. Aber so, also ich habe, wie gesagt, immer dieses Szenario von wegen Kind morgens am Frühstückstisch und dann, ja, Papa oder Mama holen mal kurz den Lötkolben aus der Werkstatt. Ist natürlich so, nun ja, gut. Ich verwende natürlich für Kinder nicht geeignetes, schön saftiges, bleihaltiges Lötzinn, weil das ist besser. Das heißt, wir löten jetzt R9 und R10 an. Beginne mit den 10 wieder oben Widerstand, braun, schwarz, schwarz, damit R10 auf der Platine gekennzeichnet ist. Braun, schwarz, schwarz. Und R9 laut diesem Schaubild ist ebenfalls ein 10 Ohm, also nochmal ein braun-schwarz-schwarz. So. R9. Oh, das ist wirklich schön gemacht. Moment. Wie man es eigentlich von guten Kids erwartet, die Werte der entsprechenden Komponenten sind gleich mit draufgeschrieben. Das finde ich sehr gut. Wie bei einem Schiff sind die in Fahrtrichtung linken Bauteile rot, die rechten grün dargestellt. Was? Okay, also hier sind quasi bestimmte Bauteile bzw. bestimmte Leiterbahnen eben grün und rot hervorgehoben. Wie bei einem Schiff sind die in Fahrtrichtung... Ich meine, gut, Tonnenstrich und sowas ist mir durchaus ein Begriff, aber ich bin hier in Süddeutschland. Ich habe mit Schiffen nicht so viel am Hut. Schiffen mache ich höchstens auf... Naja, gut, das lassen wir jetzt. Gut, das heißt, wir... biegen diese ganzen Komponenten jetzt mal neu. So, hier in der Anleitung wird jetzt die Methode beschrieben, dass man die Komponenten eben an der Unterseite der Platine nach außen biegen soll, damit sie eben nicht rausfallen. Das ist eine Methode, die man durchaus machen kann, die auch für den Anfang nicht schlecht ist. Ich mache die Big Clive-Methode. Und Nebenstückchen
Isolierband, klebt die Komponente fest. So. Also, wie gesagt, ich benutze bleihaltiges Lötzinn, das bereits Flussmittel mit drin hat. Das heißt, ich muss hier nicht extra mit Flussmittel arbeiten. So, schön Komponente und Komponenten. Schön Platinen, Ding und Löt. Ach, mein Gott. Lötauge und Beinchen der Komponente gleichzeitig erhitzen, wie wir das schön in diversen Löt-Tutorials gelernt haben. Kurz warten, bis die Kacke hier heiß wird. Und rangloddern hier. So. So. Für diejenigen, die tatsächlich durch diesen Adventskalender sich auf meinen Kanal verirrt haben, das ist nicht das erste Mal, dass ich löte. Ich behaupte zwar immer noch nicht, es wirklich gut zu können, aber also ich habe auch schon SMD und so Gedöns gelötet. Also ja, es ist mir nicht wirklich, es ist für mich jetzt nicht wirklich Neuland, wie Angela Merkel sagen würde. Die beiden 10 Ohm-Widerstände sind Schutzwiderstände zwischen den Ausgängen der Komparatoren und den Basisanschlüssen der beiden Transistoren, um die Motoren, die Motoren schalten. Okay. Ja, nö. Das war's dann für heute schon. 2 Widerstände angelötet. Ja, gut, ne? Dann, bis morgen.